braune Grundsoße aus unserer Jus. Das habt ihr immer schon wissen wollen. Jetzt erkläre ich es euch. Da haben wir nun unsere braune Grundsoße, unsere Jus, wie ich sie euch schon gezeigt habe. In diesem Fall ist das jetzt der Schmorfond von unserer Rehkeule. Das spielt aber jetzt überhaupt keine Rolle. Das könnte auch Schmorbratensoße sein oder eben der Ansatz mit den Knochen. Jetzt geht es darum, wie machen wir aus dieser normalen Jus eine richtig gute gebundene braune Soße. Zuallererst gießen wir unsere Jus durch ein grobes Sieb. Das macht uns das Leben gleich ein bisschen einfacher, wenn wir es fein passieren wollen. Jetzt werden wir in den Videos sehr, sehr häufig gefragt, was ist mit dem Gemüse? Das ist doch so schade. Dazu möchte ich eines sagen. Wer es pürieren mag, möge es bitte tun. Ihr habt einen kleinen Nachteil. Die Soße wird dadurch unendlich hell, weil das Gemüse löst sich ja auf, wird ja Püree und die Soße wird immer heller. Meine Empfehlung ist, das Gemüse hat seinen Job getan. Das Gemüse ist ausgekocht und es hat auch schon 4 Tage lang im Rotwein gelegen. Da ist das Beste raus. Deswegen nehme ich es jetzt an die Seite. Da haben wir jetzt also unsere grob passierte braune Jus. Wir machen eine Mehlschwitze und da wir eine braune Soße machen wollen, machen wir eine braune Mehlschwitze. Wir rechnen ja das Grundrezept 50 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl. Da wir 1,5 Liter haben, habe ich das Ganze 1,5-fache. Die Butter lassen wir schmelzen. Wenn wir eine helle Mehlschwitze machen, dann würde ich an dieser Stelle jetzt schon die Butter dazugeben, weil ich will auf gar keinen Fall Farbe haben. Jetzt möchte ich Farbe haben. Deswegen mache ich aus dieser Butter eine kleine Nussbutter. Sie soll jetzt so ein ganz, ganz klein bisschen Farbe annehmen. Dazu muss jetzt erstmal die Molke verkochen. Und Carmen, riechst du das? Und man sieht es auch am Topfboden, ja. Da wird es schon leicht braun. Also es riecht schon so ein bisschen nussig, ne? Ja, das stimmt. Das ist genau der Moment, wo wir jetzt das Mehl dazu geben. Und das Mehl rühren wir nach und nach dazu. Und das ist ja dieser Begriff der Mehlschwitze. Und du siehst, wir haben da so ein paar kleine Röststoffe drin, ne? Aber genau das wollen wir ja jetzt auch. Auch dieses Mehl rösten wir ganz leicht an. Dazu muss man aufpassen, dass nichts anbrennt. Riechst du das? Ja, riecht lecker. Mehlschwitze in Braun. Wenn wir das soweit haben, fangen wir jetzt an aufzufüllen. Und jetzt gießen wir durch das feine Sieb den ersten Schluck Jus dazu. Und das Ganze rühren wir jetzt wieder glatt. Und ihr seht, was für eine dicke, fette Pampe wir jetzt hier haben. Und genau das ist gewollt. So können wir verhindern, dass sich Klumpen bilden. Und wenn das schön glatt ist, kommt der nächste Step. Wir geben wieder Jus dazu. Das zweite Mal Jus dazu. Und das rühren wir alles wieder glatt. So, das stellen wir wieder zur Seite. Und jetzt ist es schon so, dass wir jetzt mit dem Löffel nicht weiterkommen. Jetzt nehmen wir unseren Schneebesen. Wenn das schön glatt ist, geben wir wieder die Brühe dazu. Nochmal durch ein Sieb. Und das Ganze wird jetzt nochmal glatt gerührt. Und ihr seht, was wir hier noch an Resten vom Gemüse haben. Das filtern wir durch das feinere Sieb jetzt heraus. Und das geht deutlich einfacher, wenn wir das vorher durchs Grobe gegeben haben. Das Ganze kochen wir jetzt einmal aus. Und wenn sie denn richtig einmal aufgekocht hat, dann passieren wir sie ein zweites Mal durch das feine Sieb. Ganz wichtig, wenn ihr mit Mehl andickt, muss das Mehl gar werden. Ihr braucht schon 2-3 Minuten, wo ihr das so auf kleiner Flamme ein bisschen durchköcheln lasst, damit das Mehl wirklich gar wird und seinen Geschmack, dieses Mehlige, verliert. Natürlich können wir unsere Jus auch mit frischer Butter aufmontieren. Sie steht dann bloß nicht so lange, sie trennt sich irgendwann. Oder wie wir das gemacht haben in unserem Sauerbratenfilm, eigentlich nur mit Honigkuchen gebunden oder mit Printen und all diesen ganzen Geschichten. Viele, viele Möglichkeiten. Wir haben eine braune, klassische Soße. Die kann man jetzt verfeinern mit gestoßenem grünen Pfeffer. Wir können da Champignons hineingeben, was immer wir wollen. Das ist die Basis. Verändern, verfeinern können wir sie jederzeit. Jetzt habe ich noch einmal meine Soße durch das Sieb durchgegeben. Und wie ihr seht, wir haben noch nicht mal Krümel vom Mehl. Sie ist total glatt. Und auch zur Konsistenz ist Folgendes zu sagen.
möchtet ihr sie schlanker haben, nimmt halt weniger Mehl. Jetzt wollen wir sie probieren von der Untertasse. Ich habe es schon mal erklärt. Wir haben so den großen Vorteil, die Soße kühlt sofort ab. Wir können sie besser probieren und wir sehen die Konsistenz und wir sehen auch den Glanz. Und? Ich habe da jetzt kein Salz und kein Pfeffer angegeben, weil in unserem Schmoransatz waren ja Lorbeer, Nelke, Pfefferkörner, war ja alles schon drin, das ganze Gemüse, der Rotwein und wir haben auch schon eine Prise Salz daran gegeben. Diese Soße ist auf dem Punkt, hat so viel Kraft bekommen. Schmeckt sie denn so gut, wie sie riecht? Ich glaube, sie schmeckt sogar noch ein bisschen besser. So funktioniert eine braune Soße. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Kamerafrau Carmen hinter der Kamera, Kalle vor der Kamera, wir sagen Dankeschön. Weitere Rezepte werden eingeblendet zum Thema Soßen. Wir haben euch lieb. Bitte niemals vergessen und schaltet rein und gebt uns einen Daumen hoch. Oder noch besser, abonniert uns bitte. Ciao. Dankeschön. Tschüss.